Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte dir heute zeigen, warum ein Trompetenmundstück ganz ähnlich zu unserem Kehlkopftrichter funktioniert. Oder anders gesagt, je mehr du deinen Kehlkopftrichter auch wirklich ähnlich zu einem Trompetenmundstück benutzt, desto gesünder benutzt du deine Stimme und desto kräftiger kannst du singen. Ein Trompetenmundstück hat eine charakteristische Form. Hier ist eine Art Kessel, dann ist eine Verengung und dann wird es wieder weiter und geht in die Trompete. Und ich zeige dir jetzt, dass du deinen Kehlkopftrichter ganz ähnlich benutzen kannst. Ich zeichne dazu unseren Kehlkopf jetzt nur ganz schematisch auf. Hier ist die Luftröhre mit den Stimmlippen und darüber ist unser Kehlkopftrichter. Den kannst du weit machen. Dann klingt es ungefähr so. Oder zeichne ich das noch einmal, die Luftröhre mit den Stimmlippen, wie gesagt, ganz vereinfacht. Und du kannst eng machen. Und hier verbreitet sich dann der Raum wieder. Das würde so klingen. Noch einmal der Unterschied. Du hörst, wie viel kraftvoller und wie viel kerniger und schärfer der Ton ist, wenn du den Kehlkopftrichter eng machst oder anders gesagt, wie ein Trompetenmundstück formst. Jetzt zeige ich dir noch, warum das so wichtig ist. Hier kommt die Luft und die kann einen beträchtlichen Druck haben. Ist hier offen, so müssen die Stimmbänder den gesamten Druck abfangen. Darum kannst du hier auch nur leise singen. Hier passiert Folgendes. Der Druck kommt und durch diesen Kessel entsteht eine Gegendruckkammer. Und je enger du machst, desto mehr befinden sich die Stimmbänder im druckneutralen Raum und du kannst Lautstärke machen, ohne dass den Stimmbändern etwas passiert. Da spüre ich nichts. Während wenn ich hier, wenn ich da Lautstärke mache, wird es sofort ungesund. Exakt das gleiche passiert beim Trompetenmundstück. Das hier sind die Lippen, hier kommt der Luftdruck, der drückt auf die Lippen, bringt sie zu schwingen. Dieser Kessel macht eine Gegendruckkammer und die Lippen sind geschützt. Und als akustische Folge gibt es eine Art Megaphoneffekt beim Trompetenmundstück wie auch bei der Stimme. Das nennt man übrigens den sogenannten Twang. Wenn ich hier eng mache, dann nennt man das Twang. Und das ist ein unglaublich wirksames Mittel, um die Stimme zu schützen, aber auch um kernige, kräftige Töne zu erzeugen. Das machst du am besten, indem du die Lippen sehr breit machst, die Zunge sehr breit machst, und dann versuchst, einen sehr scharfen, kernigen Ton zu erzeugen. Das ist natürlich nur ein Werkzeug. Das übst du, damit du es später dann beim Singen einsetzen kannst. In diesem Sinn, denk an das Trompetenmundstück und lass deine Stimme zu einer Trompete werden.